Oh, say dost thou star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fuckers und Fuckies, liebe Fuckers, 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 liebe Fuckers und Fuckers, liebe Fuckers, Fuckers und Fuckerlies. Herzlich willkommen, neueste Episode Stricker TV, echte Tagesschau. Heute bin ich als Besuch im Haus der Freiheit, die Sonne. Oben an Ebnat Kappel gehört am Toni Brunner und habe ihn kennengelernt. Ganz interessant war. Er ist ein Mensch, den man anlangen kann, trotz Corona. Und ich habe alles unternommen, um versuchen, ihn an den Küchentisch hinzubringen. Hat, glaube ich, nicht geklappt. Er hat die Öffentlichkeit mir wegen Druck zugewandt. Wenn der Toni Brunner will sehen, geht ins Haus der Freiheit, wenn sie wieder offen darf. Ich war dort, weil es eine Sendung war von Schweiz 5. Und das ist ein Fernsehkanal, den ich ehrlicherweise gar nicht gekannt habe voran. Aber anscheinend werde ich die Sendung, die er mit mir da aufgezeichnet hat, also nicht der Toni Brunner, sondern der Hermann Ley, der Anwalt Hermann Ley, die knappstündige Sendung, die wird in 2 Wochen ausgestrahlt und soll etwa 200'000 Zuschauer haben. Wow! Ich glaube, das Interviewsrecht ist soweit ganz gut gelaufen. Es war ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, wenn man gerade live das selber macht. Im Nachhinein denke ich sicher, das eine oder andere hätte ich pointierter formulieren können. Aber es war eine gute Gesprächsatmosphäre. Und der Hermann Ley hat mir zugesagt, dass er an diesem Dienstag mir wird ein Interview geben. Spannend mit Hermann Ley ist ja, er hat ja dafür gesorgt, vor einiger Zeit schon, dass der Nationalbankspräsident von der Schweiz zurücktreten musste. Ich habe die Details noch ziemlich im Kopf, aber nicht ausreichend genug, um es jetzt nochmal Revue passieren lassen. Auf jeden Fall, ja, er wird voraussichtlich am Dienstag bei mir am Küchentisch sitzen und plaudern. Ich habe gemeint, er habe viel zu erzählen. Da sind wir da sehr gespannt. Sicher werden wir auch über Corona reden. Da hat er nimmt auch kein Blatt fürs Maul. Er ist doch ein Anwalt, hat darum eine ziemliche Ahnung. Und wir können sehr gespannt sein. Er hat mir dann eben nach dem Gespräch auch noch ein paar Sachen gesagt, wo ich denke, da können wir da anknüpfen zu dem Interview. Wie gesagt, das Interview mit mir, erst in 2 Wochen. Ja, jetzt wollte ich euch zeigen, was die NZZ so macht. Schau mal, da ist man jetzt erst über den Weg gelaufen. Der Artikel vom 2. Februar von Merich Aschwanden. Marco Rima lebt im Dorf der Corona-Extreme. In der Zuger Gemeinde Oberägri wohnen mehrere bekannte Coronavirus-Verharmloser. Der Gemeindepräsident musste wegen Long-Covid zurücktreten. Heute hat man nicht mehr Burnout, heute hat man Long-Covid. Das ist der neue geile Scheiß. Ah, genau. Und dann wird einfach erzählt. Ich mag das gar nicht anschauen. Corona-Verharmloser. Die NZZ ist ein Drecksmedium geworden. Schauen wir mal hier, der Impfgrad innerhalb der Schweiz wächst. In schnellen Kantonen lockern erste Altersheime bereits die Regeln. Aber jetzt da. Die Kritik am Corona-Fahrplan wächst. Die Wirtschaftskommission will Restaurantöffnung ins Gesetz schreiben und der Taskforce einen Maulkorb verpassen. Geil, oder? Der Bundesrat muss sich auf eine schwierige Session einstellen. Nach der Gesundheits- will auch die Wirtschaftskommission des Nationalrats den Druck erhöhen. Haben Sie das gehört? Die Wirtschaftskommission will die Öffnung von Restaurant ins Gesetz schreiben. Ins Gesetz schreiben. Was für eine Demütigung vom Bundesrat. Ich kann, ja.
Ich habe ein paar Insider-Informationen bekommen in den vergangenen Tagen. Ich würde aber noch ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen, bevor ich darüber berichte, damit man noch weniger kann zuordnen, wer echt die Quelle könnte sein. Auf jeden Fall schaut mal da. Der Kantonsarzt, der stellvertretende Kantonsarzt Rainer Fischbacher, Appenzell-Ausserrhoden, hat das Amt müssen wegen Kritik am Bundesrat niederlegen. Da sehen wir den sympathischen Herrn in seiner Praxis in Herisau, Rainer Fischbacher. Wenn ihr einen Arzt eures Vertrauens braucht, geht ihr zu ihm. Er ist, glaube ich, nicht mal so ganz meiner Meinung in allem. Aber er hat einen Text veröffentlicht, einen satirischen Text, und da wird zitiert: Ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mit der Alain, der Große, sagt das, Alain Berset natürlich: Ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Nur wenn wir weiterhin mit aller Macht daran arbeiten, das Angstlevel hochzuhalten, wird es uns gelingen, die Rückkehr zur virologisch absolut unhaltbaren demokratischen Freiheit zu verhindern. Denn es droht große Gefahr. Das Referendum gegen das Corona-Notrecht ist zustande gekommen. Da wollen doch Demokratieextremisten mich und die Taskforce entmachten. Und jetzt steht: Keine Freude an diesem Leserbrief hat der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves-Noël Balmer. Es gehe nicht, dass er sich in seiner Funktion gegen Regierungsmaßnahmen stelle. Und stellt ihn vor die Wahl, entweder Fischbacher verzichte künftig auf derlei öffentliche Kritik oder er lege sein Amt nieder. In diesem Sinne war es kein Rauswurf, sondern meine eigene Entscheidung, sagt Fischbacher rückblickend. Seit dem Amtsantritt von Franziska Kluschke Ende 19 hat er die Funktion ohnehin nur noch stellvertretend ausgeübt. Und dann sagt er, es sei kein Corona-Skeptiker. Es gäbe Massnahmen, die durchaus sinnvoll sind. Doch wäre spannend wissen, welche. Der Lockdown im Frühjahr habe aber gezeigt, dass die Kollateralschäden wie soziale Isolation, Depressionen oder Angst größer seien als der Nutzen. Durch einen Lockdown ließen sich Infektionen nicht verhindern, sondern allenfalls hinauszögern. Er vertritt sogar die These, dass die gesellschaftlichen Maßnahmen die Mutation des Virus begünstigten. Die ursprünglichen Viren werden durch Social Distancing in Schach gehalten, was zu einer Begünstigung und somit Selektion von noch ansteckenden Mutanten führt. Eben, da kann ich ihm nicht unbedingt zustimmen. Habe ich zu wenig Wissen, um jetzt genau zu sagen, ob er doch die Recht hat oder nicht. Ist mir auch egal. Die Itzi-Bitzi-Tini-Mini, Honolulu-Strand-Bikini-Zombie-Kombi-Mutanten, egal. Ob jetzt neu aus Kalifornien oder aus England oder aus Südafrika, haben wir einfach gemerkt, die Fallzahlen gehen zurück. Sowohl in England wie in Südafrika, als auch in der Schweiz. Und darum ist es eigentlich völlig egal, ob jetzt das die Viren entstanden sind wegen dem Lockdown oder nicht. Der Lockdown ist so oder so für die Füchse. Dann sagt er auch: Wir können nur hoffen, dass wir durch das Impfen die dringend benötigte Herdenimmunität erreichen, bevor die Mutanten losschlagen. Hat er das gesagt? Ja, das sind Sachen, die ich nicht einverstanden bin mit dem. Aber ist ja eigentlich egal. Grundsätzlich geht es einfach darum, dass er da etwas gesagt hat, wo sein Vorgesetzter, und auf das würde ich gerne zurückkommen, wo sein Vorgesetzter, Yves-Noël Balmer, Gesundheitsdirektor, wie sieht er der aus? Ihr wisst, ich bin ein visueller Mensch. Schau mal an, wie die Lebenserfahrung aus ihm heraustrifft. Ja, da, absolut. Da trifft die Leserfahrung raus. Er soll zum nächsten Mal einen besseren Fotograf suchen. Dann kann er ihm erklären, dass man lernen muss, auch mit den Augen lachen, nicht nur mit dem Maul. Weil man sonst irgendwie voll fake überkommt. Und man es ihm einfach nicht glaubt. Aber er hat ja zu lachen.
Er hat die andere herausstellen, nicht sich selber. SP. Passt. Wohlgemerkt, da wird ein stellvertretender Kantonsarzt indirekt seines Amtes enthoben, weil er eine Meinung hat. Weil er eine Meinung hat, nicht zum Kanton Appenzell, wo er angestellt ist, sondern zum Bund. Und er verfasst einen satirischen Text. Und ich bin auch nicht in allem seiner Meinung, haben wir es gerade herausgefunden. Aber wie kann es angehen, dass ein Arzt nicht mehr seine Meinung kann sagen kann, ohne dass er gerade als Kantonsarzt, als stellvertretender Kantonsarzt abgesetzt wird? Ist nicht die erste Aufgabe von jedem Arzt, und ich meine wirklich jedem Arzt, egal ob er vom Bund, Kanton oder in einer eigenen Praxis oder vom Spital arbeitet, Schaden von seinen Patienten und so im weiteren Umfang von den Menschen fernzuhalten? Und ist es wirklich unloyal, wenn er in der grössten Krise, die die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg, in einer selbstgemachten politischen Hoax-Krise, seine ehrliche Meinung sagt? Ist das unloyal? Ich kann noch nicht darüber reden, aber ich verspreche euch, sehr bald wird eine brutale Bombe platzen. Und dann werden wir Themen wie das noch können vertiefen. Ich weiss, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt und schwammig, aber ich kann nicht mehr erzählen im Moment. Aber das wird, was dort passiert, das wird er raushauen. Schaut den beruflichen Werdegang von dem Mann, der die Welt gesehen hat. Fotografie-Berufslehre, Leiter-Kundendienst, Betriebsökonom, Projektleitung, Aufbau, Landesniederlassung in Finnland, Marketingplaner, Leiter, Vertrieb und Marketing. Also ein Schwaffli von Beruf, da kann ich sagen, ich bin selber einer. Und ja, mit Patienten hätte sicher rein gar nicht am Hut. Und jetzt gehen wir nochmal schnell zurück. Seit Amtsantritt von Franziska Kluschke. Lustiger Name. Schauen wir mal schnell nach, wer ist Franziska Kluschke? Und nicht die, oder? Ah, die Ostschweiz. Ostschweizer Artikel. Guter Artikel. Wohl, da sage ich nichts mehr. Da bin ich sprachlos. Aber die Ostschweiz schreibt, dass sie als Kantonsärztin für sämtliche Themen zuständig ist. Also, die Frau kenne ich absolut nicht. Sieht sehr, wie sagt man heute, sympathisch aus. Und wir müssen ihr aber unterstellen, dass sie entweder, dass wenn sie jetzt eine eigene Meinung hätte, dass sie sie nicht sagen kann. Weil sie unter einem Menschen arbeitet, wo Loyalität wichtiger findet als Gesamtwohl vom Schweizer Volk und von allen Leuten, die unter dem Lockdown leiden. Also eine andere Meinung sagen, eine zweite Meinung haben als Arzt, ist in St. Gallen nicht willkommen, weil der absolut unwählbar gewordene SP-Mensch Yves-Noël Balmer Zusammenarbeit mit Leuten beendet, die eine eigene Meinung haben. Das passt in die Vogue-Kultur, die die Linke über unser Land ergüsst. Man prägt das Gesicht ein, damit eine grosse Kurve laufen, wenn man begegnet. Oh, ihr merkt, ich bin müde. Ich wollte nur mal live gehen, ich will ja täglich senden. Und ich habe wirklich ein tolles Gespräch gehabt heute. Aber ich muss zuerst noch ein bisschen sacken lassen. Aber etwas kann ich vielleicht noch verraten. Ich habe ja noch den Herrn Schlür kennengelernt, von der Schweizer Zeit. Aber nur ganz kurz. Und etwas kann ich verraten. Nein, kann ich nicht. Gebt mir ein paar Tage Zeit, ich komme darauf zurück, weil ich will nicht Sachen, die ich sage,
dass man es kann, irgendwelche Quellen zuordnen. Ohne, dass ich explizit grünes Licht bekommen habe. Dass ich das darf im Namen sagen. Aber am Dienstag kommt der Hermann Lai und da können wir über ganz viel reden. Am Mittwoch kommt ein ehemaliger Polizist zu mir, der 8 Jahre Polizist war, der jetzt Orville News betreibt, wo ja vor mir noch, wo er den Heinz Haschein entdeckt hat, seinerzeit, ich glaube im März, ein Interview geführt hat. Und auch er wird da am Küchentisch Platz nehmen. Und der hat als Polizist ebenfalls sehr viel Erfahrung im Umgang mit Behörden. Und ja, er wird da ein paar Sachen erzählen. Ich kann euch versprechen, Dienstag und Mittwoch gibt es 2 Interviews, die sich lohnen zum Zuhören. So, hebt euch Sorge, hebt euch in Lebenssorge und denkt daran, die Tiere sind heute nicht auf, aber es kippt. Ah ja, etwas kann ich noch sagen. Jemand hat mir gesagt heute, dass er wirklich der Meinung ist, dass das Volk kippt, aber dass er sich nicht sicher ist, dass es langt. Weil einfach die Strukturen beim Bund selber so fest und so hart sind, dass selbst wenn die Bevölkerung kippt, dass nicht klar ist, dass der Mist aufhört. Das ist eine spannende Information, finde ich. Und über das und andere Sachen am Dienstag mit Hermann Lai und am Mittwoch mit dem Gründer von Orville News, einem ehemaligen Polizist, meinem ersten ehemaligen Polizist, der kommt. Und ich werde mich mega freuen darauf. Übrigens, es hat 2 Dokus gegeben über mich. Nicht über mich, das ist falsch. Bei der einen Doku kommen 4 Leute zum Wort, unter anderem der Jonas Breuer und noch so ein Systemblogger und ich und eine Theologin. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Nicht darum, weil ich da, und zwar darum, weil ich finde, dass er es absolut neutral gestaltet hat. Er hat alle 4 Parteien mit ihren besten oder vermeintlich besten Argumenten zu Wort kommen lassen. Und ich hoffe, ich kann den bald teilen. Es gibt noch eine Endfassung, noch ein bisschen Endschliff. Und werde ich heute das dem Publik machen. Und da gibt es noch eine 2. Dokumentation, wo ich auch schon einen Rohschnitt mal gesehen habe. Aber der ist natürlich in der Verarbeitung. Ich kann nur sagen, wenn am Rohschnitt nicht zu viel geändert wird, im Sinne von Propaganda-Änderungen, dann wird das eine ganz tolle Doku sein über den Corona-Widerstand, insbesondere über mich auch. Und man wird dort einen sehr guten Zeitgeist einfangen. Und ich glaube, dass es David Doku, sage ich, 15 oder 20 Jahre noch interessant wird sein zum Anschauen. So, das alles für den Moment. Ich bin tot, müde, kaputt. Aber morgen stehen wir wieder da und sage wieder, liebe Freunde, liebe FFFs. Aber jetzt ist 4 Uhr, jetzt wird etwas gegessen. Ciao miteinander.